Zuerst werde ich jetzt dieses Canvas-Element duplizieren. Und dann gebe ich dem eine eigene ID, damit ich die unterscheiden kann und separat ansprechen kann. Eine Umrisslinie kriegen beide. Das kriegen sie, weil Canvas, der Selektor im Stylesheet, auf die Namen der Tags zielt und die sind bei beiden gleich. Beide sind gleich groß, weil die Attribute gleich bleiben. Und jetzt kann ich diese vier Zeilen kopieren und pasten. Und dann kriege ich Fehlermeldungen, weil ich die gleichen Variablennamen brauche. Das darf ich nicht. Und vielleicht ändere ich die gleich an beiden Orten. Canvas 1 nenne ich das und CTX 1. Und dann muss ich statt My Canvas Canvas 1 sagen. Und hier 1 und hier 1. Und am zweiten Ort sage ich Canvas 2 und ich wähle nicht die ID Foo, sondern die ID Bar. Und den Kontext, die Zeichenfläche, die nenne ich CTX 2. Und dann nehme ich eine andere Farbe. Jetzt habe ich zwei Elemente. Und was wir hier sehen, ist, dass jede Zeichenfläche, jedes Canvas-Element hat seine eigene Zeichenfläche und an die komme ich heran mit getContext. Und getContext, diese Methode, die liefert ein Objekt. Dieses Objekt kommt hier in diese Variable, wird dieser Variablen zugewiesen und dann habe ich Zugriff auf alle Eigenschaften und Methoden dieser spezifischen Zeichenfläche. Und wenn ich ein zweites Canvas-Element habe, hat dies eine eigene Zeichenfläche und die muss ich wieder mit getContext einer Variablen zuweisen, damit ich ein Objekt habe, an dessen Eigenschaften und Methoden ich herankomme. Und das ist der Grund, warum in P5, wenn du mehrere Canvas-Elemente hast, du diesen Namen geben musst und diese Namen immer voranstellen musst. An Funktionen, die dann in diese Zeichenflächen etwas hineinzeichnen. Also das hat damit zu tun, dass diese Canvas API so strukturiert ist oder so verwendet wird, dass jede Zeichenfläche separat angesprochen werden muss. Im nächsten Video schauen wir uns an, wie wir diese Zeichenfläche etwas an den Screen anpassen können, damit die Ränder schärfer werden.